Herzlich willkommen bei Rennrad News. Wir sind hier an der Côte d'Azur, testen Gravelbikes für euch, und zwar solche aus der Oberklasse. Das Besondere an den Rädern ist, sie haben alle eine Federung. Hier seht ihr das Canyon Crizzle CF SLX, ausgestattet mit der neuen RockShox Rudi-Gabel und dieser federnden Sattelstütze. Unsere Testeindrücke zu dem Bike seht ihr jetzt. Hinsichtlich der Ausstattung stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage. Macht eine Federgabel am Gravelrad Sinn? Im Fall des hier getesteten Canyon Crizzle und angesichts der ruppigen Trails in Südfrankreich lautet unsere Antwort eindeutig: Ja. Das Canyon Crizzle ist mit einem Gewicht von 9,3 Kilogramm lediglich 100 Gramm schwerer als das leichteste Bike in unserem Vergleichstest. Zudem bringt die RockShox-Gabel kaum Nachteile beim Handling, aber große Vorteile bei Federung und Komfort. Womit wir auch schon beim Fahreindruck angelangt sind. In Sachen Komfort setzt das Canyon in unserem Test die Benchmark. Die RockShox Rudi Ultimate ist den anderen Federungssystemen im Test deutlich überlegen und bügelt trotz nur 30 mm Federweg die meisten Schläge und Löcher am effektivsten glatt. Durch die integrierte Dämpfung wirkt die Federung kein bisschen hoppelig, sondern sehr souverän. Hat man den Luftdruck ans eigene Gewicht und etwaige Zuladung angepasst, bietet die RockShox-Gabel die beste Frontfederung im Test. Die hauseigene Canyon-Sattelstütze ergänzt das Paket wunderbar und bietet am Sattel einen außergewöhnlich hohen Komfort für ein Rad ohne Federungssystem am Hinterrad. Insgesamt ist dem Canyon damit der Testsieg in Sachen Komfort nicht zu nehmen. Das Fahrverhalten vermittelt generell eine hohe Sicherheit. Das Crizzle bietet, dem Einsatzbereich entsprechend, hohe Qualität beim Geradeauslauf und hält Rad und Fahrerin in jeder Situation sicher auf Kurs. Wer jedoch ein aggressives, verspieltes Handling bevorzugt, findet mit dem Specialized Diverge einen besseren Partner. Das Canyon Crizzle CF SLX 8 E-Tap Suspension geht dafür sicher und zuverlässig über jedes Geläuf. Das ist uns aufgefallen. Reifenfreiheit. Canyon bietet mit 55 mm Reifenfreiheit nicht nur am meisten Platz im Rahmen, sondern hat mit dem Schwalbe G1 Bite in der Abmessung 700x45 auch die breitesten Pneus verbaut. Ergonomie. Der Canyon-Lenker war an den Hoods gemessen mit 42,5 cm der breiteste im Test und bietet nur sehr wenig Flair. Dadurch stehen auch die Bremshebel fast senkrecht. Saubermann. Der Physic Argo Terra X5 Sattel ist mit einem Kunststoffeinsatz ausgestattet, der die ergonomische Aussparung in der Mitte abdeckt. So kann kein Schmutz oder Wasser vom Reifen an die Hose gespritzt werden. Fazit: Sehr gute Ausstattung, beste Federung an der Front, hoher Komfort am Sattel und ein sehr attraktiver Preis in unserem Testfeld mit 4 Gravelbikes mit Federung. Das Canyon Crizzle CF SLX 8 E-Tap Suspension kann auf ganzer Linie überzeugen und wird damit verdienter Testsieger. Das Gesamtpaket mit SRAM Force Schaltgruppe, Granals ATR Carbon Laufrädern und der RockShox Rudi Ultimate Federgabel ist so stimmig, dass der an der Ausstattung gemessen günstige Preis von 4.999 Euro nur noch das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist. Zu bedenken ist lediglich die sportlich ambitionierte Übersetzung, die nur für Mittelgebirge oder sehr fitte Gravelbikerinnen geeignet ist. Wer wenig Punch in den Beinen hat oder eine Tour in den Alpen plant, sollte über ein kleineres Kettenblatt nachdenken. Ebenso gibt es für Hardcore-Backpacker und Weltreisende besser geeignete Bikes. Ansonsten kann man mit dem Canyon Crizzle CF SLX 8 E-Tap Suspension jedoch nicht viel falsch machen. So, das waren unsere Testeindrücke von dem Canyon CF SLX. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas mitgenommen, seid jetzt etwas schlauer als vorher, wisst, wie das Rad fährt. Wenn euch der Film gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen, abonniert unseren Kanal und danke und tschüss.